Vor mir steht Justine Kuppe mit Mücke. Sie waren leider nicht die Ersten, aber Sie haben trotzdem eine hervorragende Vorstellung abgeliefert. Wie war denn das Gefühl hier in der Kieler Arena? Also es hat richtig Spaß gemacht, besonders die Atmosphäre und die Leute, also die geklatscht haben und einfach mitgefiebert haben. Und das war wirklich ein tolles Erlebnis. Ja. Mücke hat sich ja von seiner allerbesten Seite präsentiert. Wie lange übt ihr das denn schon? Also ich habe ihn als anderthalbjährigen Kaltbluthengst bekommen und habe ihn aus der Archivada gekauft und dann habe ich ihn Stück für Stück ausgebildet und so sind wir mittlerweile seit 4 Jahren dabei, also 5 Jahre. Für ein 5-jähriges Pferd war das nervlich gesehen auch nicht schlecht, um es mal so auszudrücken. Aber unsere Nerven lagen alle etwas blank, weil sie waren barfuß. Haben Sie denn keine Angst? Also wenn man sich hier mal die Füße von ihm anguckt, die Hufe, das sind ja auch nicht die kleinsten. Also ich habe, er ist mir noch nie auf den Fuß getreten. Ich habe so ein großes Vertrauen zu ihm, dass er das nicht macht. Von daher habe ich da wirklich Vertrauen, dass er mir nicht auf den Fuß tritt, sonst hätte ich das auch nicht gemacht. Also ich mache das bei anderen Pferden grundsätzlich nicht. Und machen Sie nur Freiheitsdressur mit ihm oder wird auch noch anders eingesetzt? Nein, also ich habe ihn angefangen auszubilden vor der Kutsche. Also er ist gefahren und geritten und schleppt auch ansonsten einen Parcours ab mit einem 100 Kilo Holzschlitten. Also er ist sehr vielseitig ausgebildet. Ja, dann bedanken wir uns. Wir wünschen Ihnen noch einen guten Nachhauseweg und viel Spaß und weiteren Erfolg mit Mücke. Vielen Dank. Komm mal hier, du. Ja, weg ist die Haare.